Nachdem das Tier sauber gewaschen und mit Desinfektionsmittel gereinigt wurde, wird eine Betäubung im Bereich der Schwanzwurzel gesetzt. Das verhindert ein zu starkes Pressen der Kuh während des Eingriffes. Die Einführung des Spülkatheters ist vollkommen schmerzlos, da dieser vorsorglich mit einem speziellen Spray gleitfähig gemacht wurde. Um dem Gummikatheter Steifigkeit zu verleihen, wird ein Mandrin benutzt. Sitzt dann der Katheter richtig in der Hornspitze, wird von außen ein kleiner Ballon aufgeblasen. Dadurch wird das seitliche Abfließen von Flüssigkeit verhindert. Nach der Ausspülung der Gebärmutterhornspitze mit einer speziellen Spüllösung, welche in kleinen Mengen mit einem speziellen Sedimentierglas aufgefangen wird, erfolgt das gleiche Verfahren auf der anderen Hornspitze. Die Embryonen sedimentieren sich am Boden der Sedimentierflasche. Der Überstand wird abgehebert. Die verbleibende Flüssigkeit wird in eine spezielle Schale gegossen und durch das Mikroskop gemustert. Mit einer Mikropipette werden die aufgefundenen Embryonen aufgesaugt und in kleinere Petrischalen mit einem entsprechenden Kulturmedium gegeben. Nach mikroskopischer Beurteilung der Qualität und des Entwicklungszustandes der Embryonen erfolgt die Unterteilung in zwei Gruppen. Nur Embryonen bester Qualität werden tiefgefroren. Auch dieser Vorgang ist sehr kompliziert. Die Embryonen werden dazu in ein Gefriermedium gegeben, anschließend in Pailletten aufgesaugt und verschlossen. Im Alkoholgefrierer erfolgt eine Abkühlung auf minus 35 Grad Celsius. Im Anschluss werden sie in flüssigen Stickstoff gegeben und sind so viele Jahre lagerungsfähig.